Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Christian Zoller. Ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 26. Juli. Okay, schauen wir uns den normalen Tageschart an. Der DAX ist bis 12.680 Punkte angestiegen, ist dann wieder nach unten abgedreht. Im weiteren Verlauf dann unter die Marke von 12.600 Punkten gefallen und hier aber im Bereich im unteren Bereich des steigenden Trendkanals wieder nach oben abgedreht. Ja. Er konnte sich hier halten, der steigende Trendkanal wurde bestätigt und nachbörslich ist der DAX kräftig angestiegen Richtung 12.700 Punkte und über 12.700 Punkte. Der notierte zum Handelsschluss der USA dann um 10 Uhr europäische Zeit oder deutsche Zeit dann gegen 12.726 Punkte. Okay, damit verläuft der DAX eigentlich nach Plan. Ja. Er ist sich hier im Trendkanal gehalten, der wurde hier wieder bestätigt. Wie gesagt, ne, solange der sich im Trendkanal halten kann, ist weiter mit steigenden Kursen zu rechnen. Ja, jetzt notiert er schon wieder über 12.700 Punkten und dürfte dann im weiteren Verlauf in den nächsten Tagen Kurs nehmen auf 12.780 Punkte und 12.870 Punkte. Gut, hier haben wir den vereinfachten Tageschart. Der DAX befindet sich jetzt aktuell, also nachbörslich, hier in dem Bereich hier von der roten Markierungslinie bei 12.730 Punkten. Der Index wird vielleicht zu Handelsbeginn am heutigen Donnerstag dann schon weiter ansteigen und über 12.730 Punkte zulegen können. Die nächste Anlaufmarke befindet sich dann am heutigen Tag über 12.730 Punkten bei 12.810 Punkten. Ja, der Trend bleibt klar long. Der Kreis hier, der bleibt blau, da hat sich nichts geändert. Der ist nicht auf rot runtergesprungen. Und über 12.810 Punkten würde der Index dann Kurs nehmen auf die Markierungslinie im Wochenchart bei 12.870 Punkten. Das ist momentan die nächste Anlaufmarke. Im Wochenchart wurde hier schon die Markierungslinie bei 12.700 Punkten überschritten nachbörslich. Wie gesagt, er notiert hier bei 12.730 Punkten und sollte nun weiter ansteigen in den nächsten Tagen bis 12.870 Punkte. Okay, schauen wir uns hier nochmal den Monatschart an mit dem Fibonacci-Faker und den Bollinger-Bändern hier unten und oben, sowie dem grünen langfristigen Trendkanal. Ja, es geht eben darum, dass der DAX hier nach oben ausbrechen kann, über 12.800 Punkte und höher. Wenn das gelingt, dann steigt er wieder über diesen Fibonacci-Faker und hätte dann ein Anrecht auf einen weiteren Anstieg Richtung 14.000 Punkte. Gelingt es nicht, wovon ich aktuell überhaupt nicht ausgehe. Ich rechne damit, dass der DAX weiter ansteigen kann. Ja, gerade nach dem Vortag, der zeigte sich ja relativ stark. Aber sollte es nicht gelingen, dann würde eventuell ein Kursrutsch drohen Richtung 10.500 Punkte hier zum unteren Fibonacci-Faker. Ja. Das würde aber erst akut werden, sobald der DAX unter 12.400 Punkte fällt, dann würde überhaupt die Chance überhaupt bestehen, dass er eben hier Anlauf nimmt oder Kurs nimmt auf diesen unteren Fibonacci-Faker. Über 12.400 Punkten ist auch damit aktuell nicht zu rechnen. Gut, dann wären wir auch schon wieder durch. Der DAX hat sich weitgehend genau nach Fahrplan verhalten. Wir hatten gesagt, über 12.550 Punkte hat der DAX weitere Anstiegsmöglichkeiten. Ja, sollte sich aber über 12.600 Punkte halten. Das hat er nachbörslich auch gemacht. Er bewegt sich weiter im steigenden Trendkanal, dem kleinen grünen Trendkanal im Tageschart. Und sollte nun eben Kurs nehmen auf 12.870 Punkte. Gut, die Richtung ist klar long. Korrekturen könnten zum Aufbau einer Long-Position verwendet werden. Und das nächste Kursziel ist eben im Bereich von 12.870, 12.900 Punkten zu sehen. Ja, damit wären wir durch für heute. Ich wünsche Ihnen dann viel Erfolg im Handel und melde mich dann morgen wieder mit dem ING Markets Morning Call.